Flamingo. Good. We will start our talk about the web-based crypto hacking in the wild when your browser is mining coins for other people. It will be by Marius Musch, who is doing a PhD as Technical University Boundary on web application security, clients with a focus on client-side attacks and large-scale analysis. Please welcome Marius. Willkommen, Marius. Hi everyone, I'm Marius. Thanks. Hallo zusammen, ich bin Marius, schön, dass ich hier sein kann. Und heute möchte ich über webbasiertes Crypto-Checking sprechen. Das ist ein Projekt, das ich zusammen mit Kollegen im Zuge meiner Dissertation untersuche. Falls ihr, solange ihr nicht in einer Höhle gelebt habt in den vergangenen Jahren, habt ihr wahrscheinlich über Bitcoin und Crypto-Checking gehört. Der Wechselkurs ist extrem stark gestiegen in den vergangenen zwei Jahren und ist seit ungefähr einem Jahr wieder stark gefallen. Wir haben das Projekt im Februar begonnen und die Daten im Mai erhoben. Das war also nach dem großen Hype, aber Kryptowährungen waren noch beliebter und wertvoller, als sie heute waren. Zunächst zum Mining generell. Das ist der Prozess, in dem neue Coins hergestellt werden. Und man braucht dafür den Status des Netzwerkes und ein Nonce. Und diese beiden, aus diesen beiden berechnet man einen Hash, der wird mit einem Zielwert verglichen. Und man sucht also einen Hash, der eine sehr niedrige Nummer hat, also mit sehr vielen Nullen am Anfang. Und bei Bitcoin sucht man einen Hash mit 19 Nullen am Anfang. Das ist natürlich sehr selten, deswegen brute-forced man sehr viele Hashes und zum Schluss findet man hoffentlich einen passenden Hash und dann hat man einen Block gemeint und das ist das, was man mit Mining bezeichnet. Und in diesem Prozess wird man also Rechenkraft, Rechenleistung eingetauscht gegen diese Coins. Und natürlich ist das nur sinnvoll, wenn der Coin mehr wert ist als die Elektrizität, die er kostet. Es gibt auch Mining-Pools. Wenn du jetzt anfangen würdest mit deinem Desktop-Computer und einem normalen CPU, dann ist das Problem, dass es sehr inkonsistent ist, weil du jahrhundertelang minen könntest und keinen einzigen Block bekommst. Das heißt, du zahlst trotzdem für die Elektrizität, bekommst aber keine Belohnung. Du kannst dich jetzt aber zusammenschließen mit anderen Minern und dann dieses Risiko ausgleichen. Denn sobald jemand in diesem Pool einen Block findet, wird der Profit mit allen aufgeteilt. So it's a lot less random. Es ist also deutlich weniger zufällig verteilt. Hier habe ich ein vereinfachtes Protokoll von mir, der mit dem Protokoll spricht. Ich sage, ich verstehe Version 7 des Protokolls. Dieser Side Key wird später noch relevant. Und damit werden die Hashes, die ich berechne, also mit meinem Account verbunden, damit ich später auch bezahlt werden kann. Und dann antwortet der Pool und sagt, ja, ich kenne dich, du hast bisher null Hashes ausgerechnet. Hier ist der Blob, der Status des Netzwerkes gerade. Und das enthält also den aktuellen Blockheader und den Merkle Tree, aber das ist nicht so wichtig für uns, das ist einfach nur ein Blob. Und der Pool sagt, hier ist das Ziel, ich suche nach Zahlen, die kleiner sind als diese Zahl. Und das probieren wir jetzt eine Weile und sagen, hier, ich habe diesen Nonce gefunden und der Hash ist dieses Ergebnis und das kann der Pool dann überprüfen. Das sind jetzt nur zwei Nullen am Anfang, das wird also kein neuer gemeinter Block. Und der Pool möchte nicht betrogen werden. Deswegen
berichten wir zurück mit einer Untermenge der Hashes. Die Hashes sind ziemlich zufällig, wir können sie nicht im Voraus berechnen. Wir wissen, dass sie sind hexadezimal, das heißt, es gibt 16 mal 16 mögliche Hashes, sind 256. So this continues and continues and so on. Und das setzt sich fort und setzt sich weiter fort. Und so viel für die Einführung ins Mining und den Mining Pool. Was ist jetzt Crypto-Jacking, was eigentlich das Thema dieses Vortrags ist? Stellt euch also diese Geschichte vor. Somebody came up with the idea, okay, jemand hat die Idee, wir haben diese Kosten, das kostet also Strom, aber warum, wir haben eigentlich keine Lust, sie zu bezahlen, warum kann das nicht jemand anderes machen? Stell dir vor, du bist eine Stromfirma, die die zum Beispiel jede Menge radioaktiven Müll herstellt und sich denkt, ach, lass uns einfach die Gesellschaft sich drum kümmern, und dann haben sie die Kosten externalisiert. Und dieses Erfolgsmodell wurde für die Kryptowelt abgewandelt mit Menschen, die sich denken, ich meine einfach auf andere Leute Computer und dann brauche ich mich um die Kosten nicht weiter zu kümmern. Das ist sind recht alte Nachrichten. Das The Register hat im Mai 2017 geschrieben, dass Cryptocurrency, Kryptowährungen Miner gefunden wurden, die sich mit Exploits bewaffnet haben. Ich finde das aber relativ langweilig, denn wenn man einen Computer mit Malware infizieren kann, dann kannst du beliebigen Code ausführen. Du könntest die Festplatte verschlüsseln, aber dann ist das auch irgendwie schmerzhaft und vielleicht hat der Typ ein Backup. Du startest also lieber einen Miner, aber das ist nicht wirklich interessant oder neu. Aber dann haben wir diesen Artikel gefunden aus dem Oktober 2017 von Wired. Und der Artikel schreibt, dass dein Computer Kryptowährung für einen Fremden meinen könnte. Und jetzt kommen Exploits ins Spiel. Das sind also nur Leute, die eine Website besuchen und plötzlich sind sie Teil eines Krypto-Mining-Rings. Du brauchst also nur eine beliebte Website und das ist webbasiertes Krypto-Tracking. Du hast also eine beliebte Website und fügst einfach nur ein kleines Mining-Skript ein. Das ist eine kleine JavaScript-Datei, keine Exploits notwendig. Leute besuchen deine Website, sie meinen, die verlassen die Website wieder und hören wieder auf zu meinen. Das heißt, das ist natürlich der Nachteil. Sobald man deine Website schließt, dann hört das Mining auf. Aber dafür ist es auch viel leichter anzufangen zu meinen, weil du niemanden wirklich infizieren musst, sondern Leute müssen einfach nur eine Website besuchen. Man möchte jetzt also, du möchtest im Browser also meinen, aber es gibt natürlich Probleme. Das erste ist schnelle Ausführung. Du denkst dir, dass ein Miner in JavaScript sich nicht wirklich gut anhört, aber zum Glück gibt es WebAssembly, das ist eine Art Assembly im Browser. Und so kannst du Code in C++ schreiben, ihn in WebAssembly kompilieren und so schnellen Maschinencode ausführen. Das ist super, das ist jetzt ein Problem weniger, aber wir wollen natürlich auch mehrere Threads benutzen. Wenn also jemand mit 4 Cores ankommt, dann möchten wir auch alle 4 Prozessorkerne verwenden. Zum Glück gibt es dafür eine API in JavaScript, in der wir fragen können, wie viele Prozessorkerne der Computer hat. Und dann können wir sogenannte Webworker instanzieren und im Grunde beginnen diese verschiedenen Threads und die laufen auch im Hintergrund, solange der Besucher das Tab nicht schließt. Das heißt, wir haben sehr effiziente und schnelle Ausführungen. Wir können alle Prozessorkerne verwenden. Effiziente Kommunikation wäre auch schön. Wir möchten nicht über HTTP mit dem Pool reden, weil wir sehr viele, sehr kleine Nachrichten schicken müssen.
Und wir wollen nicht mit den ganzen, HTTP-Headers rumschlagen. Dafür können wir WebSockets verwenden. Damit haben wir also eine Full-Duplex-Kommunikation. Und stell dir vor, du hast zehntausende gleichzeitige Besucher. Du möchtest nicht wirklich, dass sie deine eigene Mining-Infrastruktur DDoSen. Das wäre sehr ärgerlich. Deswegen können wir WebSockets verwenden und wenn wir all diese Dinge kombinieren, dann haben wir einen ganz ordentlichen Miner. Aber ich bin mir sicher, dass einige von euch im Publikum immer noch skeptisch sind. Denn wir sind immer noch im Browser. Wir haben diese Hashing-Funktion, die wir sehr, sehr oft ausführen müssen und sie läuft auf dem CPU. Und ihr denkt euch vielleicht, dass Mining im CPU sehr 2011 ist. Das stimmt. Für Bitcoin auf jeden Fall. Der Arbeitsbeweis in Bitcoin ist eine normale SHA-Hashing-Funktion. Und die ist auf dem GPU viel effizienter auszuführen oder sogar auf spezialisierte Hardware. Stellt euch eine Hardware vor, die wirklich nur dafür gemacht ist, diese Hashing-Funktion auszuführen. Nicht wie eine GPU, die beliebigen Code ausführen kann, sondern wirklich nur diese Hashing-Funktion, aber das dafür sehr gut. So eine ASIC-Hardware könnte also 12.000 Mal so schnell arbeiten wie eine CPU. Das heißt, wir können nicht wirklich mit diesen Mining-Farms konkurrieren. Die Lösung ist einfach nur, nicht Bitcoin zu meinen. Es gibt aber noch viele andere Kryptowährungen. In diesem Fall benutzen wir Monero, das ist ein Teil einer anderen Familie. Die haben eine neue Hashing-Funktion erfunden, die sich sehr gut auf einer CPU ausführen lässt und auf einer GPU nicht deutlich schneller ist. Leute haben versucht, ASICs dafür zu bauen, aber das ist wirklich schwierig, weil sie den Algorithmus mit einem speziellen 2 MB Scratchpad gebaut haben und das passt also genau in den Speicher. Und zur Not ändern sie einfach den Algorithmus. Wenn also jemand sagt, dass sie einen speziellen Monero ASIC verkaufen, dann macht Monero eben einen Hardfork und gibt sich einen neuen Algorithmus. Und die Hardware, die jetzt speziell für Monero entwickelt wurde, ist jetzt praktisch wertlos. Wir erstellen jetzt diesen Monero mit der WebAssembly und mit anderen Technologie. Irgendjemand sammelt das alles zusammen, hatte diese tolle Idee und das war die Grundlage von CoinHive. CoinHive ist ein Service oder eine Infrastruktur, die war eine der ersten und ist immer noch die größte dabei. Die erstellen dieses JavaScript-Datei, die man auf seine Webseite einbindet und dann macht man noch ein kleines Konfigurationsskript, das jetzt hier ist. Hier sieht man den Seitenschlüssel wieder, das heißt, man identifiziert seine Besucher, jeder gesammelte Hash wird zu diesem Account zugeordnet, das würden wir da reinschreiben und wenn man nett ist, kann man auch sagen, ich möchte nicht 100% der CPU haben, aber weil ich einfach nicht so sehr stören möchte, also kann man sagen, ich meine nur mit 70%, also das ist der Throttle-Wert hier. Und was man auch noch machen kann, ist, wenn wir feststellen, dass es ein Mobilgerät ist, dann meinen wir einfach nicht, weil das wirklich, wirklich hilft. Aber das kann man auch einfach sein lassen. Und die behaupten, dass dieser Miner, den sie implementiert haben, ist 65% von dem, was normalerweise die CPU machen würde. Das wäre natürlich immer noch effizienter, wenn man das nicht in einem Browser, sondern direkt auf der Maschine macht. Aber ist nicht so schlimm. Man kriegt 2/3 der möglichen Rechenkapazität im Browser. Und CoinHive hat die ganze Infrastruktur mit den WebSocket und den Kommunikation mit dem Pool und so. Aber sie nehmen 30% vom Geld. Das heißt, man kriegt nur 70%.
Es war klar, dass Leute dieses Skript geklont haben. Sie haben es kopiert, ein bisschen modifiziert und sie ihre eigene Hintergrundstruktur aufgebaut haben. Das heißt mit kleinen Modifikationen. Aber im Endeffekt ist es dasselbe Skript, das initial implementiert wurde von Colin Häuf. Das ist auch deswegen interessant. Ich kann nicht zu genau reingehen, aber wenn ihr euch daran interessiert seid, schaut euch das Blog von Brian Krebs. Dann könnt ihr feststellen, dass es von diesem deutschen Imageboard-Programm herkommt. Das heißt, ja, wenn ihr die Geschichte dahinter erkennen wollt, dann könnt ihr das nachschauen. Hier ist dieser tolle Service CoinHive und wir haben die Seite, da sagt, Crypto-Jacking ist das neue Ding und oh, wie schlimm, die Welt wird abbrennen. Und wir haben uns gefragt, ist das wirklich die Situation, wie häufig wird das benutzt? Wie viele Seiten machen dieses Crypto-Checking? Kann man damit Profite einstreichen? Was wir wollen, ist dieses in der freien Wildbahn wieder erfinden. Das heißt, wir sind auf viele Webseiten gegangen und haben geschaut, ob es irgendwelche Indikatoren gibt, dass wir einen Cryptocurrency-Miner suchen. Ich wollte nicht nur CoinHive suchen, sondern die generell finden, auch modifizierte Versionen davon. Und bevor wir da weitermachen, wollte ich noch mal eine kurze Sache sagen. Nicht alles meinen ist böse. Also hier haben wir zwei Bildschirme, die wirklich fragen, bevor sie das Mining in deinem Browser durchführen. So. Damit haben wir kein Problem. Das schauen wir uns nicht näher an. Wenn wir Crypto-Checking anschauen wollen, dann sollen wir Mining, das automatisch startet und ohne, dass wir dem zustimmen. Alles andere ist in Ordnung. Das heißt, wir wollen die uns nicht näher anschauen. Dieses Off-Mine ist auch von denselben Leuten wie CoinHive. Die haben festgestellt, dass viele Webblocker den stoppen wollen. Und dann haben wir den zweiten gestartet, Off-Mine. Aber das wird auch nicht häufig benutzt und viele Adblocker blockieren das trotzdem. Now the thing is, like, I don't want to say. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles mein böse ist, weil es könnte interessant sein als eine Alternative für Werbung oder Chapchas, wenn man zum Beispiel beweist, dass man ein Proof of Work anstelle von der Chapcha hinzufügen muss für eine API, die eine Limitierung hat. Dann ist es eine Möglichkeit, aber hauptsächlich wollen Leute direkt davon Geld machen, dass sie in Miner starten mit Crypto-Checking. Wie können wir das herausfinden? Wir können eine URL-Blackliste machen. Das heißt, wir fangen mit CoinHive an und wenn wir das sehen, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Crypto-Miner. Und dann haben Leute ihre eigenen jQuery oder Player.js gestartet haben. Und das hilft uns nicht wirklich weiter. Also funktioniert das nicht gut. Wir könnten bekannte Strings suchen, aber Leute obskurifizieren ihren Miner und das funktioniert uns auch nicht wirklich. Also, die statische Detektoren ist nicht sonderlich interessant und funktioniert auch nicht perfekt. Also, was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben Ausführungstraces uns angeschaut. Das ist ein Werkzeug im Chrome oder in vielen anderen Browsern auch. Und man muss sich näher anschauen, was da passiert ist. Ich bin auf Google gegangen und sie haben viel JavaScript ausgeführt. Man sieht die ganzen Funktionen, die nächste Funktion und so weiter ruft. Nach einer Weile ist die Seite fertig und dann passiert nicht mehr viel. Irgendwann hört es einfach auf. Das heißt, das müssen wir uns nicht anschauen, sondern man muss sich einfach nur den Unterschied anschauen. Das ist eine Cryptocurrency-Seite. Wir haben 8 Threads, also ich konnte die nicht alle ausbreiten, weil sie passen, aber diese Bars hier oben sind dieselben wie die ausgebreiteten hier unten. Wir haben 8 unterschiedliche Threads, die gleichzeitig ausgeführt werden mit dieselbe Funktion, die netterweise Hash heißt. Das ruft ein WebAssembly auf und das ist sehr spannend und diese Funktion wird wieder und wieder aufgerufen. Solange man auf die Seite ist, wird sie häufig ausgeführt, wie man da ist. Das mit 8 parallelen Threads ist sehr starker Indikator, dass hier ein Crypto-Miner läuft. Das heißt, wir haben diese und andere Indikatoren benutzt, um unsere Ergebnisse zu bekommen. Aber das haben wir im Mai gemacht. Also im Mai haben wir diese Daten gesammelt, aber ich habe auch ein paar neuere Informationen.
Also zuallererst, wir haben auf die Alexa Top-Millionen Seiten uns angeschaut. Das sind die 1 Million Webseiten, die relativ bekannt sind. Und wir haben 2500 Seiten gefunden, die einen aktiven Miner drauf hatten. Wir haben die Startseite aufgerufen und da haben wir einige davon nicht gefunden. Und da gibt es auch viele andere Möglichkeiten, aber das einfach nur, um so eine Grundidee zu haben. Ja, eine in 500 hatten so einen Skript, dann was geplottet, ist es in den häufigen Seiten beliebter oder auf den weniger häufigen Seiten, und wenn man sich das jetzt anschaut, Alexa Rank 1 ist Google, das ist, also klein ist beliebt, also die beliebten Seiten sind hier vorne, die hatten die meisten Mining Scripts, aber im Endeffekt sehen auch, dass es Miner in den niedrigeren oder weniger beliebten Seiten sind. Das heißt, es gibt eine kleiner Trend zu den häufig besuchten, aber ja. Wir wollten jetzt wissen, was das für Webseiten sind, aber wir wollten nicht 1500 Webseiten aufrufen, also haben wir Semantic benutzt, die haben kategorisieren Webseiten, und nicht alle Webseiten hatte eine Kategorie, die dazu geordnet wurde, manche hatten mehrere, aber so grob haben wir festgestellt, dass Entertainment und Pornografie die beliebtesten sind. Und das macht Sinn, weil wenn man auf einer Webseite ist, die ein Video zeigt oder ein Webfilm, dann ist es gut für den Besitzer der Webseite, weil man lange da bleibt. Der Miner ist nur da und nur aktiv, während der Tab im Browser offen ist. Was bedeutet das? Wir sind abgelenkt, wie ich es gerade war, weil wir schauen uns diesen Film an und er spielt Geräusche und wir sehen nicht wirklich, was der Computer macht, wenn der Kühler auf einmal losläuft. Und das passiert, wenn man Cryptocurrency Miner laufen lässt. Aber wenn man den Film schaut, dann ist es einem egal, dass der ein bisschen lauter ist. Jetzt ist die Frage, verdienen die viel Geld? Also wenn wir jetzt die beliebtesten 10 Seiten nehmen, die 10 beliebtesten Webseiten, die einen Miner drauf haben, haben die im Durchschnitt 400.000 Besucher, die 6 Minuten da bleiben. Das sind sehr grundlegende Schätzungen. Manche haben bessere Daten, aber es ist auch nicht klar, wie genau die sind. Und wir haben herausgefunden, dass die in dieser Zeit ungefähr 180 Euro am Tag meinen konnten. Aber das ist die obere Ende. Eine durchschnittliche Webseite, die immer noch die eine normale Webseite ist, ein bisschen bekannt. Die haben ungefähr 25.000 Besucher und die verdienen nur ungefähr 5 Euro am Tag. Und das ist ein sehr positiver Raten. Das heißt, wir vermuten nicht, dass irgendjemand einen Adblocker hat. Und wir schätzen nicht, wie viele Mobilgeräte dabei sein, weil die viel weniger hashen. Und viele Dinge könnten auch einfach schief laufen. Leute können die Seite boykottieren. Manche haben ja auf Reddit vielleicht gesagt, dass die Bitcoin-Miner auf der Seite ist. Das heißt, wahrscheinlich würde man noch weniger Geld verdienen. Aber wenn ihr euch fragt, ist das ein Ende für die kleinen Webseiten? Nein, nicht wirklich. Wir haben uns gefragt, vielleicht haben viele kleine Webseiten, die derselben Person gehören. Dann könnte es wieder interessant werden. Das heißt, wenn man hunderte dieser kleineren Webseiten hat, dann kann man da vielleicht auch Geld mitmachen. Das heißt, wir haben versucht, das Geld nachzufolgen, aber wenn ihr ein bisschen über Monero kennt, wenn ihr reinschaut, dann ist das einfach nicht möglich, weil im Gegensatz zu Bitcoin hat Monero viel mehr Privatsphären-Sachen und die bezahlt sind nicht klar und man kann keine Transaktionen zusammenfügen. Das heißt, man weiß nicht von außen, wie viel Geld in dem Wallet ist. Und viele spannende Kryptografie, die wir nicht verstehen. Wir haben diese Ringsignaturen und Keys und alles Mögliche. Also wir können einfach nicht alles machen. Man kann Geld in Monero nicht einfach nachverfolgen. Das nächste Problem ist, wir wissen noch nicht mehr die Wallet-Adressen. Wir müssten erst einmal die Wallet-Adressen herausfinden, aber da könnten wir immer noch nichts machen. Also, bei CoinHive zum Beispiel hatten wir diesen Side-Key.
Der Sidekey war nur eine ID, die zu einer Wallet treffen wird. Aber wir sind nicht auf CoinHive. Das heißt, wir wissen nicht, welcher Sidekey welche Wallet-Adresse zugeordnet ist. Außerdem, der Sidekey soll eindeutig für jedes Webseite sein. Das heißt, wenn man mehrere Seiten hat, dann kann man einfach mehrere Sidekeys generieren. Und von außen können wir gar nicht herausfinden, dass sie von zum selben Account gehören. Aber Leute machen auch Fehler. Das heißt, wir haben nur 570 Sidekeys von 830 Seiten gefunden. Das heißt, Sidekeys wurden manchmal mehrfach verwendet. Und einer wurde 45 Mal verwendet. Und in diesem Bild können wir ein Cluster sehen von 21 Seiten, die denselben Sidekey hatten. Und einer dieser Seiten hatte einen zweiten Miner mit einem anderen Sidekey, wo diese fünf Seiten zugeführten. Das heißt, diese Seite wurde zweimal infiziert. Wir wissen es nicht genau, weil dieser 21 Seiten mit demselben Sidekey, wissen wir überhaupt nicht, ob sie derselben Person gehören oder ob sie gehackt wurden von derselben Gruppe. Wir wissen, dass sie irgendwie zusammengehören, dass dieselbe Person das Geld davon bekommt, aber wir wissen nicht, ob das absichtlich ist oder nicht. Diese eine Webseite hat zwei Miner drauf, das macht wenig Sinn, also vielleicht wurde da irgendwas gehackt, aber wir wissen es nicht genau von außen. Und das ist ein bisschen traurig. Das Letzte, was wir machen können, das ist wahrscheinlich das Einfachste, using web artifacts, which means we look at mit Artefakten. Wir schauen uns die Mining-Skripte an, wir schauen die URL des Skripts und wenn wir das Skript wieder und wieder sehen, das Backend wieder und sehen, dann könnte es sein, dass sie zusammengehören. Aber wir wissen immer noch nicht, weil das sind Pools. Selbst wenn wir CoinHive sehen, häufig, da wissen wir überhaupt nichts. Aber auf der anderen Seite gibt es private Pools, die keine öffentliche Webseite haben. Das heißt, man kann sich da nicht registrieren, dann können wir vermuten, dass es passt. Wir haben diese Skripts generiert, also die Hashes von den JavaScript-Minern, und haben die zusammengeclustert in diesem Bild. Offensichtlich ist CoinHive der größte, der große Block hier oben. Das bedeutet, 700 Skripts benutzen genau dieses Skript. Dann gibt es den zweiten Block. Wir nennen AdvisorStat, das ist die URL von diesem Miner. Wir fragen uns, 311 Seiten, die diesen Miner benutzen. Aber wenn ich die Webseite besuche, sagt es nur 403 verboten. Das heißt, da ist nichts wirklich. Warum sind so viele Webseiten, die diesen Miner verwenden, wenn da nichts vorhanden ist? Das muss von den Leuten gemacht werden. Niemand würde online genau dieses Skript benutzen und kann es einfach inkludieren, wenn man auf der Seite sich gar nicht anmelden kann. Also haben wir uns ein paar von denen angeschaut und haben festgestellt, dass sie alle diesen Banner haben. Das heißt, alle werden von einer freien ukrainischen Hosting-Service laufen ließ und die haben diesen Banner auf ihren Webseiten inkludiert. Und der wurde sogar ins Deutsche übersetzt, als ich die Seite besucht habe. Das heißt, über diesen Banner und über gewisse andere Domains, die WhoisGuard hatten und so weiter. Das heißt, wir konnten nicht herausfinden, wem sie gehören, wer sie registriert hat, aber über diese Kette haben sie im Endeffekt über AdvisorStat das Skript inkludiert. Und das Skript selber und die Socket-Kommunikation war auch obskurifiziert, wie ich vorher gezeigt habe. Und der Miner war nur bei der ersten Besuch da. Später hat er einen Cookie gesetzt und hat am selben Tag nicht wieder gemeint. Das heißt, sie waren sehr, sehr ruhig darüber. Aber andererseits reduziert das ihren Profit, weil wenn man die erste Seite besucht und aufklickt, dann endet der Miner. Hat man vielleicht ein paar Sekunden, um zu meinen? Ich weiß nicht. Aber sie haben 300 Seiten, wenn man das alles addiert, machen sie ein kleines bisschen mehr Geld, aber es kann einfach nicht viel sein. Dies sind Ergebnisse aus dem Mai, aber jetzt könnt ihr euch überlegen, ist das eine andere Seite, das ist die Chart, das ist das von Monero. Als wir unsere Untersuchung gemacht haben, waren wir ungefähr hier, wo Monero noch $250 wert war. Und heutzutage sind sie bei ungefähr $50. Das heißt, die Webseiten, die wir haben, müssen sie durch 5 teilen oder 4 oder so. Das heißt, wir sind bei, wenn man das runterrechnet, wir machen 1 Euro am Tag für die durchschnittliche Webseite. Und ich
habe so, man kann so vermuten, dass es Leute haben aufgehört zu meinen, weil ich habe heute diesen Graphen nochmal nachgeschaut. 300 Miner sind noch aktiv und interessanterweise sehen wir immer noch, dass die häufigsten Webseiten ein größerer prozentualer Anteil aktiv ist. 25% der sind im ersten und im Mai waren es 14. Das heißt, die beliebten Seiten machen das immer noch, aber die kleinen Seiten haben aufgehört. Hey, hier unten machen wir einfach kein Geld. Also, vielen Dank, das ist mein Vortrag. Danke fürs Zuhören und Fragen. Thank you for an excellent talk. Those of you that vielen Dank für den Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt euch hinter die Mikrofone und die gehen. Bitte macht dies ruhig und leise. Frage vom Mikrofon 2. Hallo, habt ihr euch quellenoffene Content-Management-Systeme und ihre Plugins gemacht haben? Eventuell ist in einem beliebten WordPress-Plugin-Mining, wohl für jede Webseite vielleicht 10 Besucher pro Tag wären, könnte man das immer noch um hunderten Webseiten und vielleicht würde das es wert machen. Die Geschichte habe ich gehört, aber wir haben uns das nicht wirklich angeschaut, denn für uns ist es von außen sehr schwierig, um nachzuvollziehen, ob eine Website zum Beispiel gehackt wurde oder ob der Miner absichtlich dort ist. Wir könnten natürlich alle bekannten Exploits anschauen, aber das, wo hört man dann auf? Also wenn ich schauen muss, ob die Website tatsächlich exploited werden kann. Wir schauen einfach nur, ob es einen Miner auf der Seite gibt und dann wissen wir natürlich nicht, ob es der Betreiber der Website ist oder ob die Seite gehackt wurde. Das ist von außen sehr schwierig nachzuvollziehen. Weitere Fragen bitte? Mikrofon 1. Ja, es gibt Bibliotheken wie WebGL, die Webcode durch den Grafikkartenlauf finden können. Wäre es möglich, direkt auf der Grafikkarte zu meinen? Ich habe eine Prototyp-Implementierung davon gesehen, aber die wurde nicht weiterentwickelt. Ich habe auch nicht ausprobiert, ob sie tatsächlich funktioniert. Es ist ein interessanter Winkel, aber wenn du sowieso Monero meinst, dann hast du eigentlich keinen Vorteil davon. Und denk dran, dass die meisten deiner Besucher keine Gaming-PCs haben. Das heißt, du kannst dir viel Mühe machen, einen GPU-Miner zu bauen, aber dann verlierst du alle Leute, die mit Laptops da sind, die keine Grafikkarte haben oder keine tolle Grafikkarte haben, aber noch eine ordentliche CPU haben. Das ist einfach den Aufwand nicht wert. Ich habe eine Frage von Mikrofon 4. Das Internet hat auch eine Frage. Was möchte das Internet wissen, Signal Angel? Wie könnte ein Benutzer Cryptojacking im Browser umgehen, außer wenn man JavaScript einfach komplett blockiert? There are certain countermeasures actually prepared that slide beforehand. Es gibt Gegenmaßnahmen. Ich habe diese Folie im Voraus vorbereitet, sie dann aber später rausgenommen, als ich festgestellt habe, dass es nur noch 300 Miner gibt. Das Problem mit der Detektion, die ich euch gezeigt habe, ist, dass sie sehr aufwendig ist. Das heißt, wenn dieser Profiler die ganze Zeit an ist, dann verlangsamt das alle Websites, die keinen Miner haben. Das ist es also nicht wert. Aber es gibt Browser-Erweiterungen. Wir haben 3 davon ausprobiert. Minerblock, NoCoin. Das sind also dedizierte Erweiterungen und die dritte Erweiterung ist eine Adblocking-Liste, die man abonnieren kann. Und dahinter seht ihr die Anzahl der Miner, die sie von den 2500, die wir gefunden haben, blocken. Das heißt, es gehen noch einige durch die Lappen, aber das ist zu erwarten. Gleichzeitig ist aber der Aufwand auch niedriger. Das heißt, wenn ihr euch wirklich Sorgen darüber macht, dann ist das Sinnvollste, eine solche Erweiterung zu installieren. Mikrofon 5, bitte. Die Person ist weggegangen. Okay, wir haben eine Frage für Mikrofon Nummer 4.
Wäre es möglich, einen Kryptominer in eine Browser-Erweiterung zu setzen, dass er auf jeder Webseite läuft, solange der Browser offen ist? Ja, absolut. Mit Erweiterungen kannst du beliebigen Code in die Seite injizieren, zumindest wenn du die Berechtigung dafür hast. Deswegen wäre es sehr sinnvoll, so eine Erweiterung zu bauen. Gleichzeitig hast du aber das Problem, dass Leute das leicht aus dem Store geworfen werden kann, wenn Leute darüber berichten. Das heißt, es ist ein interessanter Ansatz, aber du hast nicht das gleiche Ausmaß an Kontrolle, als wenn du es selber hosten würdest. Du brauchst auch die Berechtigung dazu, dieses Skript zu injizieren. Und das bedeutet, dass du sowieso schon Kontrolle über alle Seiten hast, die der Nutzer besucht. Und das ist sowieso schon ein Problem. Das heißt, du musst den Nutzer dazu bringen, eine böswillige Erweiterung zu installieren. Und das echte Crypto-Jacking, das ich euch gezeigt habe, ist die einfache Variante, weil einfach die Hürde viel, viel niedriger ist. We have a question from microphone number one. Mikrofon Nummer 1, bitte. Habt ihr ein Popover oder ein iFrame gesehen, die es über das Schließen des Tabs hinaus am Laufen hält? Nein, das haben wir nicht gesehen. Ein Pop-Under würde funktionieren. Ein normales iFrame nicht, denn wenn du die Seite schließt, ist das iFrame auch weg. Aber ein Pop-Under wäre wirklich eine gute Idee, sozusagen. Wir haben diese automatische Entdeckung-Detektion gemacht. Die bedeutet, dass wir viele Websites besuchen konnten, aber gleichzeitig könnten uns einige besondere Tech-Arbeitsweisen entgangen sein. Aber ein Pop-Under würde definitiv funktionieren, weil es aktiv im Hintergrund alle anderen Tabs ist. Wir haben noch Fragen. Wenn ihr euch nicht im Englischen schreiben wollt, dann könntet ihr auch in Deutsch in das IRC senden. Das ist Hackint. Und da ist der Tag 35C3-hall-c. Jetzt kommt eine neue Frage. Wäre Libre.js benutzt werden, um hiergegen zu arbeiten? Ich weiß nicht genau, was Libre.js ist, deswegen kann ich leider nicht sagen, ob es funktionieren. Aber vielleicht kann das Internet in der Zwischenzeit die Frage ja neu stellen. Eine Möglichkeit, das zu detektieren, wäre es, wenn die 8 Kerne gleichzeitig für eine lange Zeit benutzt werden, aber Webseiten wie Netflix oder Online-Spiele, sehen die nicht ähnlich aus? Ja, besonders was Spiele angeht, hast du einen Punkt. Aber wir haben uns nicht wirklich angeschaut, ob die CPU oder GPU stark beansprucht wird, sondern ob eine einzelne Funktion wieder und wieder ausgeführt wurde. Das heißt, wenn es hier und hier und hier und hier die gleiche Funktion ist, dann ist das verdächtig. Natürlich gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen, denn wenn du weißt, dass wir das so gebaut haben, dann kannst du natürlich eine andere Funktion aufrufen. Aber in Spielen funktioniert das ein bisschen anders. Also natürlich gibt es eine Funktion, die die ganzen Sprites zeichnet, aber musst du die wirklich parallel auf allen 8 Kernen ausführen? Das bezweifle ich. Aber natürlich hätten wir wahrscheinlich einige falsche Positive. Falls es keine weiteren Fragen mehr gibt und Marius nichts mehr hinzuzufügen hat, dann bedankt euch bitte bei Marius für einen großartigen Vortrag. Das war der Vortrag über Cryptojacking. Er wurde übersetzt.